Jo, huppdiwuppdiwupp, Trippel raus und schwupp. Ja, parken und riden. Wir stehen wieder an der, ja, an einem schönen Parkplatz in Bochum. Kastorfer Straße, Stadion, City. Aber das alles habe ich schon aufgenommen, packe ich euch als Infokarte rein. Park und riden. Wir werden jetzt hier 1, 2... Ja, also an 3 Tagen stehen, 3 Tage hintereinander weg. Dementsprechend spielt uns der Parkplatz hier sehr in die Karten. Und dann geht's morgen früh runter zur Straßenbahn. Dann fahren wir ein paar Minuten mit der Bahn zum Hauptbahnhof. Und dann fahren wir nach Berlin. Tagesausflug Berlin. Nicht mit dem Kasten, sondern Ronnys Reisen. Da fahren wir mit dem Zug. Also parken und mit dem Zug. Riden. Juhu! Ja, der Plan ging auf, das haben wir geschafft. Ja, riden waren wir mit der DB. Der Klassiker wieder eine kleine Verspätung, aber auch schon direkt in Bochum, direkt schon gestartet mit Verspätung. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben ja gar keinen Stress. Ja, wir haben es geschafft im Hintergrund, die ja, schöne Spree. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall nach Berlin geschafft. Wir sind auf der East Side, warten jetzt gleich auf den Kahn und dann geht es auch schon direkt los. Das heißt, dann machen wir direkt die erste Spree-Tour, wenn alles nach Plan läuft, mit so einem schönen Dampfer. Und ja, ich würde fast tippen, Berlin spricht für sich selber. Ich lasse euch ein paar Bilder da, wie wir hingekommen sind und Co. Und dann ja, geht es nahtlos über zur Spreefahrt. Attacke.
Ja, moin moin, sagt man in Hamburg, hier in Berlin. Tag, Tachchen. Wir haben es geschafft, hier auf die Europa zu kommen. Auf der schönen Spree, Linie 1, Spreefahrt, 2,5 Stunden Rundfahrt von der MB Arena. Also MB steht für Mercedes, kurze Schleichwerbung. Riesiges Ding da, richtig alles noch im Bau, von der Mühlenstraße aus. Und dann geht die Spree komplett hoch an allen coolen Spots, die so Berlin mit sich bringt. Googelt einfach, dann könnt ihr selber entscheiden, wo ihr hin möchtet, ob es der Reichstag ist und. Mit einer Schleusenfahrt, auch ganz cool. Und ja, man sieht, ich sage mal, vom Wasser sieht es ja eh alles mal ein bisschen anders aus als von der aus dem Auto heraus. Besten Sitzplatz direkt vorne am Bug. Und ja, klar, die Sonne ist nicht mehr so da, wie wir uns das gewünscht haben, aber es passt. Ist auf jeden Fall cool. Jetzt legen wir nochmal an. So, next stop, Holsteiner Ufer. Und dann geht's wieder retour. Dann geht's wieder Richtung Mühlenstraße, jawohl. Thank you.
immer ein Hausboot mitten in Berlin. Vielleicht kriegen wir sie animiert, die Besitzer zu winken. Wir gucken mal. Juhu! Ja, könnt ihr euch ja nochmal überlegen, ein bisschen Geld zu investieren. Dann könnt ihr dann auch so residieren. Wie sagt man so schön? Berlin, du bist so wunderbar, Berlin. Ja, wenn ich so ein bisschen zurückerinnere an die netten Kollegen von meiner Arbeitsstelle, ich glaube, hier sind wir mit den Koffern lang geschlürft. Und ich meine, da haben wir auch notdürftig ein Dixi-Klo genutzt. Also, war schon ein Weg bis zum Hotel. Ist nicht die klassische AIDA, Stella, Prima und Nova oder ähnlich, aber macht bestimmt auch Bock zu fahren. Hier auf der schönen Spree. Ja, die Sonne ist ein bisschen abgehauen, aber ist nicht schlimm, wir lassen uns da nicht unterkriegen. Es ist trotzdem schön, angenehm warm. Und ja, der Capitano macht jetzt eine Wende und dann geht es wieder retour.